Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Bioshock 2. Nicht nur zu Bioshock 2, sondern zum ersten Blind Part von Bioshock 2. Denn es wird blind. Und ich freue mich darauf, definitiv. Und ich würde einfach mal sagen, aktivieren wir. Behältersystem für tiefste Lebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Hilfe! Wo? Ah, falsche Taste gedrückt. Nein! Tut mir leid. War nicht so gewollt. Hilfe! War doch nicht so gewollt. War alles nicht so gewollt. Oh mein Gott. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Der Big Daddy ist aber jetzt nicht gegen mich, oder? Ich hoffe einfach mal nicht. Okay, ich habe hier noch ein Tagebuch. Aber ich will mir kurz mal... Scheiße. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedanken interessiert mich alles gar nicht. In sich vereint, indem er durch das Addon, das wir gewonnen haben, Winterblast war, naja. Und ich habe als Folge von Projekt Sturm ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Scharfer Beobachter. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Naja, ich lasse es mal so. Realität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Disziplin. Oh Gott, oh nein, oh nein. Ja, das habe ich kommen sehen. Okay. Ich hätte gerne schwere Nieten. So, wo ist denn jetzt der Olle? So. Au! Who the fuck? Okay. Was zur Hölle geht denn da ab? What the fuck, ist da gerade explodiert? WTF! Okay. Bleib stehen! Ich will den Big Daddy nicht treffen. Ich habe ein bisschen Angst, den Big Daddy zu treffen. Alter, gehst du davon weg? Wenn, dann gehe ich da dran, Mädel. Aber nicht du. Oh nein, er hat wieder volles Leben. Warum hat er wieder volles Leben? Holy shit. Ich kann ihn hacken? Kämpft er dann für mich? Ah, da steht ein Geschütz. Ach so. Perfekt, mein Junge. Du hast ihn am Haken. Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Mach ich gerne, aber lass mich bitte erstmal... Nicht Splittergranaten... Nein. Ich brauch doch... Okay, ich mach's einfach. Komm. Extrahieren. Okay. Ich bekomme Schlüssel. Nimm den Schlüssel, dankeschön. Du hast den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Oxyfill-Station? Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in. Ist mir egal. Mehr als ausreichend, um mich zu töten.
egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten. Hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund. Und meinen aufrichtigen Dank. Ja, bitte. Ich kann jetzt in Lambs Versteck. What the fuck? Ja, Lambs Versteck gefunden. Und die Trophäe. Und da seht ihr jetzt auch eindeutig, ich habe das soweit noch nie gespielt. Das heißt, es ist wirklich blind, Leute. Glaubt mir. Ich lüge euch schon nicht an. Okay. Ein Tagebuch. Eleanors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Raptures Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Okay. Ja gut. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist ein bisschen traurig. Achso, weil jetzt eh eine Ladezeit kommt, oder? Yep. Persephone? What? Okay. Naja, Leute, wir sind immerhin jetzt mal woanders, wo ich noch nie war. So. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kommt so der Zeitpunkt, wo ich ein bisschen Angst vor dem Spiel habe. Vor allem, wenn ich an den Endboss von Bioshock 1 denke. Also, wenn der Endboss hier im zweiten Teil genauso schwer wird. Wobei ich sagen muss, in Bioshock Infinite gab es keinen wirklichen Endboss. Und das war auch nicht wirklich schwer gewesen, das Ende, fand ich. Das habe ich direkt im First Try eigentlich geschafft. Weil man da auch wenigstens sterben konnte beim, ich sag mal, Endboss von Bioshock Infinite. Ich bin mal gespannt, ob Bioshock 2 sich da eher an Infinite richtet oder an Bioshock 1. Ich meine, Infinite kam danach, aber ich meine ja nur. So. Außenbereich. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Magie hat nein. mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Danke, Sinclair. Das wollte ich nicht hören. Hier brennt was! Kann man da die Feuerwehr rufen? Obwohl, wir sind hier mitten unter Wasser. Was brauchen wir da eine Feuerwehr, ne? Okay. Hier ist auf jeden Fall eine Vita-Chamber, das ist aber schön. Insassenkontrollpunkt. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, Mann. Kann ich nicht bewegen. Das ist doch mal eine geile Aussicht, ey. Finde ich wirklich geil. Vater, komm schnell. Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Alter, du sitzt in einem Käfig? Ja, ich beeil mich, natürlich. Ich bin gleich bei dir, Mädel. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Waffe verbessern, dringend. Oh.
Humanität. Nee. Apun. Ladestreifengröße für den Granatwerfer. Finde ich jetzt gerade ein bisschen geiler. Hallo? Ah, nein. Ich will nicht wieder besoffen werden. Nicht nochmal. So, kann ich mir jetzt hier... Dankeschön. Verbandskästen kaufen. Daddy's Heim. Ist das mein Heim? Hier ist ein bisschen Wasser. Da ist ein Tagebuch. Persephone, die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird und wo sich ein Geschäft auftut. Immerhin habe ich jetzt einen Kollegen. Was zur verdammten Hölle? Altarraum? Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lamb. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Da ist sie. Ist das meine Tochter? Ist sie es wirklich? Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Oh nein. Oh nein. Na, was? Was? Boah! Boah! Zwei Stück! Ich hoffe, ich darf sterben, weil wenn ich nicht sterben darf... Alter, bin ich dann im Arsch. Ich komme hier nicht mehr raus. Boah. Ich hab nichts mehr. Ich werde sterben, okay. Bitte, bitte, sag mir, ich darf sterben. Bitte. Ey, das wäre übel. Das wäre nicht machbar. Danke. Was ich schon mal sehr angenehm finde, ist, dass sie nicht abhauen. Jetzt, wo ich weiß, dass ich sterben darf, ist mir das scheißegal, dass ich sterbe. Ist mir das wirklich egal. Und, oh, ah! Nein, jetzt soll ich auch was mit meinem Mikro weghauen. Ich brauche was anderes. Ich brauche meine Shotgun. Ich brauche meine Shotgun. Oh Gott. Ich mache das jetzt mit der Shotgun. Ich mache das jetzt einfach mit der Shotgun. Leck mich doch am Arsch. Der will Shotgun fressen. Du willst Shotgun. Komm her. Wow. Okay, okay, aber die sind beide gleich tot. Die sind beide gleich tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh Gott, ich habe keine Muni mehr. Ich habe nur noch Phosphor. Aber Phosphor der Scheiß. Stirbt die jetzt wenigstens, weil die brennt? Ich glaube, eine ist tot, oder? Eine ist tot. Ich glaube, ich habe es erwischt. Nein, die lebt noch, was? Ich hab die voll harponiert. Was? Ja. Oh. Beeilung jetzt. Warte. Die Quarantänekammer wartet auf dich. Geh rein. Mach ich, Sinclair, mach ich. Aber lass mich gerade erstmal ein bisschen einkaufen. Boah. Hart. Leck mich am Arsch. Tochter, ich bin da. Dein Signal reißt ab, Junge. Ich sehe und höre nichts. Irgendwas in dem Raum blockt mich ab. Sieh sie dir an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter, auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich, wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Eleanor, vergib mir. Nein. Werde ich. Mädchen, werde ich. Was? Dein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Was? Ich bin jetzt Little Sister? Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater. Aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Was? Wie krass. Oh mein Gott, Leute, ist das geil. Ja, ich verstehe das schon, Eleanor, keine Sorge. Aber, wow. Leute, im nächsten Part spielen wir eine Little Sister.
Vor allem, jetzt mal ohne Witz, wie spitz muss diese Spritze sein, die hat, damit das durch mein Metall geht. Aber ist okay. Leute, im nächsten Part als Little Sister wird der Hammer. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.